Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und heute schauen wir uns die Windows 10 Insider Build 15002 an. Die ist gestern erst von Microsoft für Windows Insider im FastRing veröffentlicht worden und es ist eine jener Builds, die ganz viele Neuerungen mit sich bringen, die eben dann auch mit dem Creators Update für alle Nutzer bzw. für reguläre Nutzer ausgerollt werden. Deswegen wollte ich mir mal die Features so ansehen, die mit dem Creators Update in die Plattform Einzug halten werden. Und vor allem will ich mich jetzt auf die Funktion fokussieren, die jetzt auch von Build 14.986 auf 15.002 neu hinzugekommen sind. Also ein paar Verbesserungen bei Microsoft Edge, Einstellungen und soweit ich weiß im Startmenü. Aber das werden wir dann auch alles nach der Reihe. Erstmal schauen wir rein in Microsofts Browser, dann verschwende ich auch gar nicht eure Zeit. Und zwar werdet ihr hier schon vielleicht, wenn ihr Microsoft Edge nutzt, erkennen, dass hier bei der Adressleiste ganz oben ein bisschen was anders ist. Und zwar hier haben wir einen Pfeil und hier zwei zusätzliche Einstellungen. Dazu öffne ich einfach mal ein paar Artikel hier auf MSN. So, komm. So, und als Beispiel, wenn ich jetzt diese Artikel lesen möchte, aber derzeit keine Zeit habe dafür, weil ich einfach mit irgendwas anderem beschäftigt bin, auf Facebook surfen will oder irgendwas anderes eben im Internet mache oder auch bei der Arbeit bin, dann kann ich mir diese Links hier zur Seite legen, so heißt das Feature zumindest, und die Tabs werden dann einfach für später gespeichert. Wenn ich hier also dann klicke, dann habe ich hier einige Seiten, die ich zuvor geöffnet habe und kann die dann jederzeit wiederherstellen. Also hier gehe ich einfach mal auf Restore Tabs und die Seiten werden dann hier von diesem Menü gelöscht und sofort hier wiederhergestellt. Das heißt, ich kann hier direkt dort weitermachen, wo ich zuvor aufgehört habe und jene Artikel lesen, die mich einfach interessieren. Also das ist ein ziemlich cooles Feature, finde ich, und für mich jedenfalls sehr praktisch. Ich persönlich benutze es. Also ich werde es zukünftig dauernd benutzen, weil für mich sind Tabs im Browser sowas wie To-Do-Listen. Und wenn ich was Interessantes sehe, dann irgendeinen wissenschaftlichen Artikel zum Beispiel, dann speichere ich das mal in irgendeinem Browserfenster, lege ich das mal zur Seite sozusagen und dann habe ich so sechs, sieben Browserfenster offen und finde mich eigentlich gar nicht mehr zurecht. Und am Ende des Tages ist es dann so, ich habe keinen dieser Artikel gelesen. Und habe irgendwas anderes gemacht in der Zwischenzeit und muss dann die Tabs einfach schließen, weil ich den Überblick verliere. So finde ich das super praktisch. Auch ein neues Feature, das ist dieser Pfeil hier direkt über der Adressleiste in Microsoft Edge. Und wenn wir den klicken, dann bekommen wir hier eine große Vorschau von den offenen Browser-Tabs in Microsoft Edge. Dafür mache ich jetzt ein paar mehr auf. So, gleich mal unseren Instagram-Kanal hier. Den Artikel noch. So, und wie ihr hier seht, kann ich dann auch mit der Maus entsprechend scrollen. Auch mit dem Touchscreen würde das wahrscheinlich sehr praktisch sein, finde ich. Und direkt auch hin und her navigieren, ohne dass sich das schließt. Davon kann man halten, was man will. Ich finde, es ist auch ein cooles Feature. Vor allem hat mich bisher die Tab-Vorschau deswegen gestört, wenn ich jetzt irgendwo aufscrolle auf einer Seite. Vielleicht auch zu weit drauf gehe und dann öffnet sich die Preview und ich möchte hier irgendwo vielleicht drunter klicken und dann mache ich eben meistens den anderen Tab auf, fälschlicherweise. Ich würde hoffen, also für mich persönlich, ich hoffe, dass sich Microsoft eben so entschieden hat, dass dieses neue Feature hier, diese neue Tab-Preview, die vorige ersetzen wird, wobei ich das natürlich nicht bestimmen kann und auch nicht weiß. Ich erlebe es nur dauernd, dass ich eben diesen Fehler mache, hier auf die Tab-Preview, anstatt zum Beispiel hier oben, wenn ich auf das Logo klicken will, zu klicken. Das passiert mir doch ziemlich häufig, wenn ich eben den Computer mit der Maus bediene. Ich schweife schon ein bisschen ab, das heißt, wir können direkt mal weitermachen. Und zwar beim Startmenü. Hier gibt es einige ebenfalls sehr wichtige Neuerungen. Und zwar habe ich hier schon einen angelegt, und zwar die Ordner, die jetzt von Windows 10 Mobile interessanterweise in Windows 10 kommen und nicht umgekehrt, wie es naja, bisher schon öfter mal so war. Ordner sind jedenfalls ein sehr praktisches Tool,
um eure Live-Tiles organisieren zu können. Um einen Ordner zu erstellen, nehmt ihr einfach eine Live-Tile und legt die über die andere drüber. Windows Phone-Nutzer werden es kennen, wie schon erwähnt, andere Nutzer vielleicht nicht. Es ist ein bisschen tricky derzeit mit der Maus, das hinzubekommen. Also ihr müsst das sehr vorsichtig und genau sein und dann funktioniert das erst. Außerdem könnt ihr hier auch die Größe ändern nach Belieben. Also hier stehen sämtliche Möglichkeiten zur Verfügung, wenn ihr so kleine Live-Tiles haben wollt mit mehreren Icons, dann geht das auch. Jedenfalls muss ich sagen, diese sind wirklich verdammt schwer zu treffen. Also die ganz kleinen, da habe ich bislang mit Erfolg noch keine einzige Live-Tile reingebracht. Also so viel kann ich sagen. Microsoft muss ein bisschen an diesem Interface feilen, bis das dann auch ausgereift ist. Das ist aber der erste Release von Windows 10, also von der Insider Preview, wo wir das Feature drin haben und wir dürfen das testen, Feedback hinterlassen und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das ist, soweit ich weiß, auch die einzige Neuerung am Startbildschirm von Windows 10. Die weiteren Verbesserungen betreffen vor allem jetzt die Einstellungen und da schauen wir auch jetzt gleich mal rein. Also es sind einige Icons neu und so weiter. Hier zum Beispiel die Apps, die waren früher in System drin. Das ist jetzt auch generell mit dem Windows 10 Creators Update so. Was aber jetzt vom Interface neu ist in dieser Build, das kann ich hier gleich sehr eindrucksvoll herzeigen. Beziehungsweise es ist nicht wirklich eindrucksvoll, sondern eher etwas, was Microsoft vielleicht hätte schon lange tun sollen. Und zwar auf der rechten Seite, wo bisher ja sehr viel Platz war, sind jetzt die verwandten Einstellungen zu finden. Und dort könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Bluetooth und Geräte seid, dann könnt ihr hier den Gerätemanager aufrufen, Anzeigeeinstellungen sehen. Das ist wirklich das, wo im Prinzip Microsoft glaubt, das werdet ihr brauchen, wenn ihr jetzt nach diesen Einstellungen sucht. Und für den einen oder anderen Nutzer wird das durchaus praktisch sein. Außerdem die Touchpad-Einstellungen wurden verbessert. Das habe ich hier jetzt leider nicht. Ich habe kein Precision Touchpad in diesem Gerät verbaut. Und außerdem ein wichtiges neues Feature, das jetzt in Windows 10 kommt. Das kann ich hier unter System und dann beim Display finden. Und zwar, das ist dieser Lower Blue Light Automatically Filter im Prinzip. Das soll auf jeden Fall blaues Licht am Abend filtern. Schauen wir mal hier in die Einstellungen rein. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt die ganze Zeit aktiviert gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Video tatsächlich seht. Wenn ich das jetzt hier umstelle, auf jeden Fall kann ich euch berichten, dass das Display bei mir jetzt sehr orange ist und dann auch immer gelber bis weiß wird, je nachdem, wie ich hier den Schieberegler verschiebe. Und ausschalten kann ich das Feature hier auch. Die Funktion ist dafür da, falls ihr zum Beispiel Apps wie Flux nicht kennt. Das ist durchaus praktisch, wenn man jetzt länger am Abend arbeitet, vor allem am PC sitzt und jetzt keine Designarbeiten durchführt, dann ist es durchaus praktisch, wenn ihr hier ein etwas rötlicheres Display habt. Das ist dann auch sehr augenschonend, muss ich sagen. Wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ist es doch wesentlich angenehmer, wenn hier die ja eher harschen Blautöne dann entfernt werden. Und Windows 10 bietet jetzt auch eine integrierte Lösung dafür, für all jene, die bisher einfach auf Alternativen vertrauen mussten. Also ich finde, das ist ein cooles Feature, dass das jetzt da ist, aber ansonsten auch, ja, hätte auch länger zum Standard gehören sollen. Interessant wird jedenfalls, ob Microsoft dieses Feature dann auch für Windows 10 Mobile ausrollen wird. Ja, in Windows 10 werden noch eine ganze Menge anderer Features Einzug halten. Beispielsweise zeige ich hier jetzt auch das Screenshot-Tool vor, das ihr mit Windows-Taste Shift und S aufrufen könnt. Also das ist jetzt eine neue Tastenkombination in Windows 10. Das Screenshot-Tool kennen einige vielleicht schon von OneNote 2016. Das ist jetzt direkt in Windows 10 integriert, aber funktioniert jetzt in diesem Fall nicht ganz korrekt. Auf jeden Fall geht es darum, ihr drückt die Tastenkombination, wählt einen Bildschirmausschnitt aus und dann sollte das in einem Textverarbeitungsprogramm eurer Wahl gespeichert werden. Da ich OneNote aber noch nicht eingerichtet habe, dürfte das,
einfach noch nicht der Fall sein. Ansonsten arbeitet Microsoft an einer ganzen Menge Neuerungen mit dem Windows 10 Creators Update. Windows Holographic haben wir uns noch nicht angesehen. Das Component UI, das in Microsoft Edge neu ist ebenfalls in dieser Build jetzt komplett neu. Und das soll auch bewirken, dass größere Webseiten wie beispielsweise Facebook oder TheVerge.com, wie ich es hier aufgerufen habe, einfach dann flüssiger funktionieren. Vielleicht habt ihr es ja bislang bemerkt, dass dann oben links in der Tab-Leiste angezeigt wird, Facebook.com reagiert nicht mehr oder sowas. Das will Microsoft mit diesem Component UI in Zukunft vermeiden. Außerdem im Task Manager wird jetzt ein Status angezeigt, wo bei einigen Geräten dann stehen wird, throttled bei der Leistung eben, beziehungsweise bei den Details. Und das soll anscheinend laut Microsoft die Akkulaufzeit mancher Geräte verlängern. In diesem Fall steht das bei mir nicht da und Microsoft hat auch noch nicht erklärt, wieso das so ist, beziehungsweise was da neu sein wird. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis uns dann die Infos zur Verfügung steht. Ein kleines Geheimnis ist das also und einige ausgewählte Insider bekommen jetzt diese neuen experimentellen Akku-Features jetzt in dieser Build dazu. Außerdem, wenn man auf das Battery-Icon klickt, also unten rechts, dann öffnet sich anscheinend bei manchen Windows Insidern, das hat Microsoft auch im Blog erklärt, eine Leiste, ein Schieberegler und darüber sollen angeblich die Power-Modi verstellt werden können. Hier heißt es also, zwischen Energiesparmodus und Hochleistungsmodus könnt ihr dann mit einem Schieberegler auswählen und quasi für euch selbst irgendwie die beste Mischung finden zwischen ja, hoher Performance und langer Akkulaufzeit. Auch das hat Microsoft noch nicht näher erklärt. In meinem Fall, also auf meinem Testgerät, ist das jetzt auch noch nicht vorinstalliert, also dieses Feature. Und wir müssen uns auf das jedenfalls noch ein bisschen gedulden. Das war es auch schon von mir und von Windows 10 Insider Build 15002. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.